Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres SG Active Trading Webinars. Mein Name ist Meron Bihane und ich bin Derivate-Experte bei der Société Générale. Heute haben wir zu Gast René Kötting und Christian Jagd von Wikifolios. Bevor wir mit den zahlreichen Analysen anfangen, noch die kleinen rechtlichen Hinweise. Dieses Webinar richtet sich hauptsächlich an Kunden oder kundige Selbstentscheider, die im Bereich Hebelprodukte zahlreiche Erfahrungen gesammelt haben. Zum anderen werden die hier angesprochenen Trading-Ideen, die nicht als Anlage oder Anlageberatung oder Anlageempfehlung. Darüber hinaus sollten sich Anleger von Hebelprodukten immer mit dem Totalverlustrisiko und mit dem Emittentenrisiko vertraut machen. Und ja, dann würde ich auch schon nach den rechtlichen Hinweisen das Wort an René Kötting übergeben. Guten Abend auch an dich, René. Ja, guten Abend. Dann gebe ich dir schnell den Bildschirm, Sehr damit du gerne. loslegen kannst. Genau. Und falls Sie, liebe Zuschauer, während des Webinars Fragen haben sollten, Sie können gerne, wie gewohnt, auch unser Fragetool benutzen. Dann können wir die Experten hier die eine oder andere Frage stellen. Ansonsten können wir alle abschließenden Fragen auch am Ende des Webinars klären. Dann, René, the stage is yours. Dankeschön. Also danke für deine einleitenden Worte. Ich hoffe, man sieht jetzt meinen Bildschirm und die Präsentation im Vollmodus. Dann kann ich auch schon beginnen. Ja, ich darf Sie nun auch im Namen von Wikifolio recht herzlich begrüßen. Mein Name ist, ja, wie schon gesagt, René Kötting. Ich bin Kundenbetreuer bei Wikifolio.com und in dieser Position vor allen Dingen für unsere größeren Trader zuständig und agiere zusätzlich noch als eine Art, ja, Schnittstelle zwischen Trader und Marketing. Ja, und heute freue ich mich ganz besonders auf den Trader, den wir heute mit dabei haben. Es ist Christian Jagd, einer der ersten und größten Wikifolio-Trader bei uns auf der Plattform und derzeit auch einer ja, der größten und generell erfolgreichsten Trader. Er wird uns später dann etwas über sein Wikifolio und deren Handelsidee Intelligent Matrix Quantum vorstellen. Das ist, ja, kann man sich vorstellen, wie den kleineren Bruder von seinem größeren Wikifolio Intelligent Matrix Trend, ja, welches mittlerweile schon über 30 Millionen investiertes Kapital hat. Aber ich glaube, der kleine Bruder ist in den vergangenen Wochen und Monaten nicht minder erfolgreich durch die Zeit gegangen. Genau. Bevor wir dann zum Christian Jagd kommen und zu seinem Wikifolio, darf ich jetzt für diejenigen unter Ihnen, die Wikifolio noch nicht im Detail kennen, einmal die Kernfunktionen von Wikifolio vorstellen. Und dafür habe ich dann ein paar Slides mitgebracht. Bevor wir uns die anschauen, darf ich auch nochmal unseren Wikifolio-Disclaimer vorwegschicken, dass natürlich jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen mit diversen Risiken behaftet ist. Die Performance, die wir sehen werden jetzt in den nächsten Minuten und auf den nächsten Folien, ist natürlich immer eine Performance, die sich auf die vergangene Werteentwicklung bezieht und dadurch auch nicht auf die künftige Werteentwicklung geschlossen werden kann. Natürlich stellt auch keiner der folgenden Seiten irgendeine Anlageberatung dar und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von etwaigen Wertpapieren. Okay, dann haben wir den Part soweit abgeschlossen und ich komme zur Funktionsweise von Wikifolio. Ja, was ist Wikifolio für diejenigen unter Ihnen, die das noch nicht kennen? Wikifolio ist eine Webseite, die ja grundsätzlich von zwei verschiedenen Nutzergruppen verwendet werden kann. Da haben wir auf der einen Seite hier in grün dargestellt den Investor, der womöglich auf der Suche nach geeigneten Investmentmöglichkeiten für ihn ist, nach interessanten Möglichkeiten, sein Geld anzulegen. Und auf der anderen Seite haben wir hier in grau dargestellt den Trader, der sein Know-how gerne weitergeben möchte und das bei uns auf der Webseite in Form eines Wikifolios machen kann. Ein Wikifolio ist nichts anderes als ein Musterdepot, welches bei uns eben Aktien beinhalten kann, ETFs oder aber auch strukturierte Produkte wie eben von der Société Générale. Dieses Musterdepot, dieses Wikifolio kann dann eben die Grundlage bieten für ja, den Investor ein interessantes Investment Objekt zu finden. Und zwar kann auf Basis eines Wikifolios ein Indexzertifikat
emittiert werden. Wie das ganz genau funktioniert, das erläutere ich dann noch auf der nächsten Seite. Grundsätzlich sind diese Wikifolios sehr transparent aufgebaut. Man sieht das Portfolio, also welche Werte sind gerade in diesem Wikifolio inkludiert, welche Trades wurden gemacht, welche Kommentare wurden womöglich von dem Trader geschrieben. Der Trader kann nämlich auch Kommentare schreiben und seine Community darüber in Kenntnis setzen, welcher Wert gerade gekauft worden ist und was der Grund dazu ist. Im Idealfall erhält dann eben der Investor eine entsprechende Rendite und der Trader auch eine Erlösbeteiligung. Schauen wir uns das Ganze mal auf der nächsten Folie an, ein bisschen visueller dargestellt. Hier finden wir wieder in Grau die Trader, was private Personen sein können, aber auch Medienunternehmen und Vermögensverwalter. Und auf der anderen Seite die Investoren, die eben auf der Suche sind nach interessanten Investmentmöglichkeiten. Der Trader erstellt, wie schon erwähnt, ein Musterdepot, das Wikifolio auf unserer Seite. Und der Investor kann dieses einsehen. Und findet er jetzt ein Wikifolio, was ihm scheint gut zu sein, wo er gerne reales Geld investieren möchte, so kann er eine Vormerkung vergeben. Und hat der Trader es geschafft, mindestens 10 Vormerkungen zu bekommen und zusätzlich noch einen Track Record gesammelt hat von 21 Tagen, dann kann auf Basis dieses Wikifolios durch unseren Emittenten, durch unseren Partner Lang und Schwarz ein Indexzertifikat an der Börse Stuttgart gelistet werden. Und sobald dies geschehen ist, kann der Investor dann mit Hilfe seines de bestehenden Depots dieses Wikifolio Zertifikat eben erwerben. Das funktioniert ganz genauso wie bei anderen Wertpapieren auch oder auch bei Aktien, ETFs. Das soweit zu der generellen Funktionsweise. Jetzt habe ich Ihnen noch ein paar Folien mitgebracht, damit Sie mal sehen, wie das auf unserer Webseite ausschaut, wenn Sie bei uns registriert sind. Um diese Informationen zu erhalten, müssten Sie sich lediglich mit einer E-Mail bei uns registrieren und dann haben Sie Zugriff auf sämtliche Informationen. Beispielsweise sehen Sie hier die erweiterte Suche. Hier sind schon ein paar Wikifolios auf der rechten Seite dargestellt. Das ist jetzt die Top-Wikifolio-Rangliste, die nach gewissen Kriterien aufgestellt wird. Sie haben aber auch die Möglichkeit, als potenzieller Anleger eben Kriterien hier an der linken Seite selber auszuwählen, worauf Sie gerne Wert legen möchten. Zum Beispiel haben Sie die Möglichkeit, hier eine Unterscheidung zu machen zwischen Wikifolios, die mit Hebelprodukten arbeiten oder auch mit Wikifolios ohne Hebelprodukte arbeiten. Ganz nach dem, was Sie hier möchten. Dann haben Sie zum Beispiel auch die Möglichkeit, ein Real Money Wikifolio auszusuchen oder ausschließlich nur nach diesen zu suchen. Real Money bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass der Trader mit eigenem Geld in das jeweilige Wikifolio-Zertifikat investiert ist. Das würde natürlich nochmal das Vertrauen gegenüber den Anleger ein wenig erhöhen. Genau. Auf der nächsten Folie sehen wir dann auch schon weitere Kennzahlen, die Sie als Anleger einstellen können, wonach Sie filtern können. Das kann zum Beispiel die Performance seit Beginn sein. Das kann zum Beispiel die jährliche durchschnittliche Performance sein. Das kann aber auch ein maximaler Verlust sein. Hier können Sie dann eben so einstellen, wie Sie das für richtig halten. Wenn Sie auf unserer Webseite dann mal sind und sich das anschauen, dann können Sie dort auch weiter runter scrollen und dann sehen Sie noch weitere Möglichkeiten, Filter zu setzen. Genau, und wenn Sie dann nach einer Zeit die Filter gesetzt haben, dann würde Ihnen hier rechts eben die Auswahl der Wikifolios vorgestellt werden und dann könnten Sie sich diese Wikifolios im Detail anschauen, einfach indem Sie mit dem Cursor auf einen Wikifolio-Namen klicken. Und wie das ausschaut, das können wir uns dann gerne auch im nächsten Schritt anschauen. Da habe ich das Wikifolio vom Christian Jag passend heute mitgebracht, das Wikifolio Intelligent Matrix Quantum. So würde dann die Detailansicht, so nennen wir das, bei Wikifolio ausschauen. Da haben Sie hier ganz oben den Namen des Wikifolios. Dann ist hier der Trader abgebildet mit Namen und seinem Tradernamen, Portfolio-Matrix in diesem Fall. Da können Sie dann auch nochmal draufklicken, dann würden Sie zum Trader-Profil kommen. Hier würde der Trader etwas über sich erklären und über seine Person beispielsweise, wie er zum Trading gekommen ist und wie er zu Wikifolio gekommen ist. Natürlich auch sehr interessant für den Anleger sind die Kennzahlen, was in diesem Wikifolio bereits für eine Performance erzielt worden ist. Hier haben wir beispielsweise die Performance seit Beginn. Dieses Wikifolio besteht schon seit dem 6. Oktober 2014. Und dann haben wir auch noch Performance-Kennzeichen wie
ein Jahr oder per Performance-Kennzahlen wie durchschnittliche Performance pro Jahr. Darunter haben wir den Track Record nochmal visuell dargestellt. Eine Besonderheit, was wir hier haben seit einiger Zeit, ist, dass man hier auch eine Benchmark einstellen kann und das Wikifolio dann der jeweiligen Benchmark gegenüberstellen kann. Das kann zum Beispiel ein Nasdaq sein, das kann der DAX sein oder auch der SDAX und MDAX. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Was noch relativ jung ist, noch nicht so alt, ist die Darstellung am rechten Rand. Das ist das Portfolio als Ringdiagramm. Da sehen Sie eben die Verteilung der Assets in diesem Portfolio. Hier haben Sie in Blau dargestellt die Aktien. Das sind derzeit 48%. Dann ein kleiner Anteil an ETFs und eben auch die angesprochenen strukturierten Produkte hier mit 35%. Und im Grün sehen Sie dann den Cash-Anteil. Genau, und das Portfolio können wir uns eben nochmal genauer im Detail anschauen, auch gerade aus Transparentgründen. Da sehen wir hier dann das nochmal genauer aufgeschlüsselt. Hier sehen wir als erste Position den ETF, der hier drin ist, sowie die verschiedenen Aktien, auch wirklich mit dem jeweiligen Wert, der es wirklich auch ist, hier HelloFresh zum Beispiel. Dann sehen wir den aktuellen Kurs in Euro angezeigt, die Performance, seitdem dieses Wertpapier in dem Wikifolio ist, die Entwicklung des Tages sehen wir daneben, und dann ganz rechts sehen wir eben auch den Anteil im Prozent an das gesamte Portfolio dargestellt. Weil wir eben heute mit SocGen ein Webinar haben, habe ich natürlich ein Wikifolio ausgesucht, was auch eben strukturierte Produkte hat. Und das Ganze sehen Sie dann auch eben beim Portfolio hier in Rot dargestellt. Genau, dann habe ich noch eine Folie mitgebracht. Und zwar das Ganze können wir auch bei den Trades sehen. Da haben wir auch alles sehr transparent dokumentiert. Hier sehen Sie dann wieder die verschiedenen Anlageinstrumente, die gehandelt worden sind. Sie sehen den Typen, war es ein Kauf oder war es ein Verkauf? Das Datum und die jeweilige Uhrzeit dazu sehen Sie hier auch, sowie den Kurs, zu welchem Kurs eben dieser Wert veräußert worden ist. Auch wieder ganz interessant für den Anleger ist die jeweilige Größe der Position, die dann veräußert worden ist. Und sollte es sich um einen Verkauf handeln, haben wir hier natürlich auch die Performance, die in diesem jeweiligen Wert erzielt worden ist, hier nochmal ganz rechts dargestellt. Genau, das waren jetzt meine Folien, um in aller Kürze die Funktionsweise, die Kernfunktion von wikifolio.com darzustellen. Wenn Sie im Nachgang des Webinars noch irgendwelche Fragen haben sollten, da stehen meine Kontaktdaten. Sie können mich gerne anrufen oder auch per E-Mail erreichen. Ich werde dann gerne auf Ihre Fragen eingehen. Ich bin natürlich auch noch das gesamte Webinar dort hier am Rechner und kann Ihnen auch gerne Fragen beantworten, die spezifisch für Wikifolio sind, dann zum Ende des Webinars hin. Ich würde jetzt auf jeden Fall mich bedanken bis dahin für Ihre Aufmerksamkeit und dann das Wort schon an Christian Jagd weitergeben. Ja, hallo auch von mir an die Gemeinde, an die Teilnehmer. Muss jetzt erstmal meinen Bildschirm hier. Ich hoffe, dass das funktioniert. Darf ich meine Ja, sehen wir schon. Präsentation selber? Gut, okay. Ja, Dann kann es das sieht losgehen. gut aus. Gut, alles klar. Also, hier kurz nur der Risikodisclaimer auch von mir nochmal. Wie gesagt, wir machen hier keine Anlageberatung. Das fasse ich ganz kurz. Das hat auch schon jeder jetzt hier erwähnt. Zu meiner Person. Mein Name ist Christian Jagd. Ich bin auf der Wikifolio-Plattform als Portfolio Matrix bekannt mittlerweile, ein wenig zumindest. Habe Betriebswirtschaft studiert in Wiesbaden an der Business School mit Schwerpunkt Risikomanagement, was mich auch ein bisschen nachhaltiger geprägt hat. Da kann ich auch nachher noch was zu sagen. Berufserfahrung habe ich schon mehrjährige gemacht im Börsenhandel bei einer Eigenhandelsfirma hier in Düsseldorf. Ich melde mich hier auch übrigens aus Düsseldorf. Habe dort auch meinen Börsenhändler gemacht an der Deutsche Börse AG, also dort an dem Seminarangebot, was die Deutsche Börse anbietet, für Kassamarkt und für Eurex, also praktisch Derivatehandel, Futurehandel und eben der ganz normale Kassamarkt über Xetra. Ich habe schon sehr früh mit Aktien angefangen, mit 16 Jahren. Das war damals eher ein bisschen untypisch. Ich bin 41, wie gesagt, Jahrgang 78.
Damals war Aktien noch nicht so ein Trendthema, wie es vielleicht mittlerweile auch ein bisschen mehr wird, peu à peu. Und wie gesagt, damals, da gab es noch nicht mal groß Broker, wie man sie heute aus dem Boden schießen. Waren noch die ersten Discount-Broker, das ging noch, die ersten Orders ging noch per Fax raus von mir. Also wie gesagt, da bin ich schon mit langer Erfahrung dabei. Und seitdem mache ich auch die persönliche Geldanlage in Eigenregie. Also ich bin noch nie zum Bankberater gegangen und habe gefragt, was ich denn bitte schön gerne mit meinem Geld machen soll. Das habe ich immer ganz gerne in die eigene Hand genommen. Der René hat es erwähnt, ich bin seit 2014 auf Wikifolio aktiv und betreibe im Wesentlichen zwei Wikifolios. Das Dickschiff, sage ich mal, was das Anlagevolumen angeht, ist der Intelligent Matrix Trend, der, wie gesagt, über 30 Millionen jetzt mittlerweile, gerade in diesem Jahr mit der Corona-Krise, gab es da doch einen ganz schönen Anstieg, was die Asset Under Management angeht. Also bin ich einigermaßen ganz gut durchgekommen, kann man sagen. Und das hat wohl doch einige noch überzeugt. Mein kleinerer Fonds vom Volumen ist der Intelligent Matrix Quantum, wo ich eben auch Derivative einsetze, die eben im Intelligent Matrix Trend ausgeschlossen sind. Kurz mein Investmentansatz ganz grob. Wie gesagt, ich setze auf eine dynamische Performance. Also wie gesagt, die Kurslinie sollte schon von links unten nach rechts oben gehen. Das ist im Grunde genommen mein Job. Und das versuche ich natürlich mit einem intelligenten Risikomanagement abzusichern, dass ich nicht Gefahr laufe, große Drawdowns zu riskieren. Gehen wir mal weiter. So, das ist die Folie, hat eben auch schon der René vorgestellt. Mein Quantum, wie gesagt, wir sehen hier die Performance 373, also rund 375%. Das schwankt ein bisschen stärker, weil eben auch einige strukturierte Produkte, man sieht es hier neben im Ringdiagramm, der rote Bereich sind alles strukturierte Produkte. Ich gehe nachher nochmal ein bisschen genauer auf die einzelnen Werte ein. Eine durchschnittliche Performance von fast 30% pro Jahr ist ziemlich gut und auch die 51% auf Jahressicht, wenn man sich Corona ansieht, das hat doch das Wikifolio ziemlich gut überstanden. Und nicht zu sagen, eigentlich ist es auch darauf angelegt, dass selbst in so Phasen eigentlich auch positive Renditen erzielt werden sollen. Kurz nur, dass man das mal gesehen hat. Ich habe auch, übrigens habe ich eben nicht erwähnt, unterlegt, das blaue ist der Nasdaq-Index, die Linie unter der grünen Linie und der, was ist das lila, das ist der DAX. Da sieht man mal, dass der Abstand, die Schere doch weiter auseinandergeht zu den gängigen Indizes. Nur, dass man auch mal den einen, die dann gesehen hat. So, fange ich mal an. Das Zitat von, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Homma Munehisa, ein japanischer Reishändler aus Sakata, der hat den Spruch von sich gegeben, um etwas über den Markt zu lernen, frage den Markt. Nur dann kannst du ein furchteinflößender Marktdämon werden. Ja, sehr schön gesagt. Letztendlich sagt er damit aus, dass am Ende doch der Markt der große Lehrmeister ist. Und auch der Prüfmeister vor dem Markt muss letztendlich jede Strategie, mag sie noch so gut sein, so differenziert, ausdifferenziert, wie sie will. Der Markt hat doch sein eigenes Leben. Und wir sind am Ende doch als einzelner Trader, Investor, was auch immer, nur da ein kleines Rädchen. Und der Markt, die Reaktion, man muss immer offen bleiben, immer schauen, sehe ich das richtig, sieht der Markt das anders. Und der Homma, der war am Ende der reichste Mann Japans. Und er wurde sogar Gott der Märkte genannt, habe ich mir auch geschrieben. Und auf ihn geht auch die Candlestick-Charts zu den weiten Teilen. Deswegen auch die Grafik unter dem guten Herrn. Wie gesagt, diese Offenheit zu den Märkten, sie sind eben in ständiger Veränderung. Wir haben verschiedenste Assetklassen, Regionen, Branchen rotieren. Die Volatilität nimmt mal zu, nimmt mal ab. Es kommen neue Spieler aufs Feld. Die ETFs haben den Markt wieder verändert. BlackRock, so ein Riesengigant, der in vielen S&P 500 Firmen, auch im DAX schon teilweise mit 5, 6 bis zu 10% vertreten ist. Die Handelstechnik mit dem ganzen High-Frequency-Trading, wo man dann auch schon Flash-Crashs gesehen hat, wenn auf einmal alle Systeme in dieselbe Richtung wollen, durch dasselbe Nadelöhr, das verändert den Markt. Wir haben geopolitisch ständig Veränderungen. Ich habe das mal, Trump hat die Weltlage verändert, die Beziehung zu China. Der technische Fortschritt ist nicht aufzuhalten. Die Digitalisierung,
Die Disruption wirkt mittlerweile in allen Branchen. KI ist ein großes Thema. Auch der Wertewandel, gesellschaftlicher Wertewandel hin zu ökologischeren Themen, nachhaltigeren Themen, all dies spielt in die Börse rein, wird behandelt auf dem großen Marktplatz. Und für diese Dinge muss man einfach immer offen sein. Und ich habe das mal mit Pantare, der berühmte Aphorismus von Heraklit, alles fließt. Man kann eben nicht zweimal in denselben Fluss steigen. Einmal ist der Fluss schon wieder ein anderer und einmal hat man sich auch selber wieder verändert. Also deswegen ist diese meine Konklusion daraus, die Strategie muss offen, flexibel und irgendwo auch mehrdimensional ausgestattet sein, dass ich da auf jegliche Marktnuancen, Marktveränderungen reagieren kann. Ich habe daneben mal dieses, was ist das, ein Pony, ein Pony, was da, One-Trick-Pony, der Begriff aus dem Amerikanischen, dass man eben mit diesem einen Trick kann man vielleicht mal kurzfristig eine gute Show machen, aber langfristig wird man an der Börse bei Verlängerung der Zeitachse Probleme bekommen. Mein Ansatz würde ich mal grundsätzlich als Multi-Strategie-Ansatz bezeichnen. Also wie gesagt, ich habe verschiedenste Strategien, die ich je nach Marktentwicklung dann auch ausrollen kann. Da sind zunächst mal die direktionalen Strategien. Das ist im Grunde genommen, kann man schön sich merken oder abkürzen mit Make Money on Trends. Das ist im Endeffekt direktional, wie das schon sagt. Ich handle eine Richtung am Markt. Das ist im Grunde genommen Risk On. Also bin ich entweder Long oder ich kann auch Short sein im Markt. Und wie gesagt, ich handle die Richtung. Das ist im Grunde genommen eine riskantere Strategie, weil ich natürlich so gut wie nur in kleinen Teilen, wenn überhaupt, dann auch abgesichert bin. Das ist zunächst mal eine Global Makro, gehört zu diesen Strategien, wo man erstmal makroökonomische Anlageschwerpunkte, Anlageentscheidungen trifft. Will ich in Aktien, will ich in Anleihen, will ich in Rohstoff, will ich in Währungen? Diese Entscheidung muss ja erstmal global erstmal getroffen werden. Ich muss geografische Schwerpunkte irgendwo setzen. Interessiert mich mehr der US-amerikanische Markt? Ist China für mich interessant? Die vielleicht auch Brasilien kann auch mal wieder interessant werden, die ganzen Entwicklungsländer. Diese Schwerpunkte muss ich setzen. Auch da spielen natürlich auch Währungsfragen eine Rolle. Und dann auch Themen, Sektorenschwerpunkte, auf welche Märkte, Branchen möchte ich da setzen, welche Themen möchte ich die Schwerpunkte setzen. Und darauf folgend im Endeffekt sind das dann Trendfolgestrategien, die letztendlich dann, wenn man die ganze Skala nach unten weiterbricht, in einem Stockpicking enden, wo man dann in der einzelnen Branche dann sich genau die Werte aussucht, denen man eben die größte Performance-Chancen zubilligt. Und dann habe ich natürlich dann auch noch die Timing-Steuerung in diesen Märkten, dass ich verfeinert dann die Risiken da auch wieder eindämmen kann in diesen direktionalen Strategien. Das andere sind die Relative Value-Strategien. Habe ich mal Make Money on Spreads, wo ich im Grunde genommen etwas risikoneutraler agiere, wo ich zwei Märkte entsprechend gegenüberstelle und sie jeweils den einen Short oder den anderen Long gehe. Zum Beispiel hier die Portfolioselektion mache ich, gehe ich Long. Ich mache also, baue mir ein eigenes Portfolio zusammen aus Long-Positionen und stelle dagegen eine Short-Position. Das kann auch wieder ein eigenes Portfolio sein. Wenn ich die Möglichkeit dazu habe, kann ich die einzelnen Werte Short dann gehen oder ich sage, ich mache den Gesamtmarkt Short, den DAX, den Euro-Stocks oder auch das amerikanische Indizes, was einfach einfacher meistens genutzt wird, was einfach einfacher ist, auch zur Handelbarkeit, die Handelbarkeit, die Spreads sind günstiger. Also geht man meistens, gehe ich meistens so vor, dass ich ein Portfolio mir aussuche, was ich long gehe und den Gesamtmarkt dann eher Short gehe, in der Hoffnung, dass eben mein Portfolio dann besser abschneidet. Das sind, wie gesagt, eher risikoneutralere Strategien, weil ich eben im Grunde genommen einmal long, einmal short, das gleicht sich ja irgendwo dann auch wieder aus. Dann kann ich da auch geografische Hedges machen. Das kann die Amerikaner gegen die Europäer zum Beispiel spielen. Wie immer muss ich aufpassen, was die Währung dann macht. Dass sie einfach sagt, die Amerikaner laufen besser wie die Europäer. Also gehe ich die Europäer short, Amerika long. Ich kann auch einen Hedge aufbauen über negative Portfolio-Korrelationen. Soweit diese negativen Korrelationen, muss man mal aufpassen, die sind auch in ständiger Veränderung. Man hat es auch bei Corona gesehen, da ist eigentlich alles runtergegangen. Da hat es auch das Gold teilweise zerstückelt, weil viele mussten Geld nachschießen. Und da wurden dann auch die Goldbestände aufgelöst. Also da muss man immer aufpassen. Also, gehe ich auch noch, ein bisschen näher rein. Und als Hedging-Strategie auch irgendwo ist für mich auch ein relatives Stärkekonzept. Wie gesagt, manche Werte sind einfach in gewissen Marktsituationen relativ stärker zu anderen. Und somit kann man auch schon einen gewissen Hedge auch aufbauen. Dann gibt es auch noch die Event-Driven-Strategien. Das sind so Spezialfälle, wo ich Übernahmespekulationen, Prä und Post habe ich mal hingeschrieben. Man kann vor der Übernahmespekulation, aber auch danach gibt es noch interessante Spekulationen. Kommt es noch zum Squeeze-out?
Gibt's noch, kommt noch ein neuer Spieler auf den Markt, der ebenfalls an dem Unternehmen Interesse zeigt und so der Markt hochtreibt. Also das sind so spezielle Events, die man gut handeln kann oder auch Ereignisspekulationen, habe ich jetzt mal genannt, kurz vor Quartalsberichten. Wir sind ja jetzt mitten in der Quartalssaison, dass man dann sagt, wie gesagt, erwarte ich gute, erwarte positive, wie sind die Erwartungen vom Markt? Sehe ich da die Wahrscheinlichkeiten der positiven Überraschung oder auch Forschungsergebnisse bei Biotech-Unternehmen, wo im Grunde genommen Entscheidungen anstehen, hopp oder top ist das dann auch manchmal. Aber wie gesagt, wenn man gute Informationen hat, kann man da auch eine gute Spekulation drauf machen. Da gibt es noch die Distressed Securities, wo wirklich zerstörte Aktien unten nochmal auflesen, die Liquiditätsprobleme sind oder wo schon ganz hohe Shortquote besteht. Tesla ist gerade auch mal so ein Beispiel, wo diese extrem hohe Shortquote von 30%, das war jetzt kein Distressed Securities im Endeffekt, aber man hatte zumindest, konnte man da auch diese Shortquote spielen, also spielt es auch ein bisschen in diese Event-Driven-Strategie-Geschichte mit hinein. Und dann gibt es auch noch Special-Situationen, wo ein aktivistischer Investor auftaucht oder auch Aktienrückkäufe getätigt werden. Also es gibt verschiedenste auch Einzel-Events, die mich zu einem Kauf oder auch teilweise auch Verkauf dann veranlassen. Letztendlich Ziel ist dann immer, ein Alpha zu generieren. Das ist im Grunde genommen die Maßzahl meines Erfolgs, wenn ich so will. Das ist das, was ich dann durch über meine Strategien, über die allgemeine Marktentwicklung an Performance erziele. Sozusagen den Spread weiter zu den gängigen Indizes aufweise. Ich bediene mich als bei Entscheidungskriterien natürlich der fundamentalen Analyse. Ist ja logisch, man sich anrufen, worin man investiert, welches Wachstum hat der einzelne Wert, wie ist die Bewertung da hinzu. Wobei das natürlich immer ein ganz schwieriges Thema ist, auch aktuell wieder kritisiert oder es ist auch, wird auch im Grunde genommen zu Recht kritisiert, dass das gerade amerikanische Wachstumswerte, Hightechs wieder in Dimensionen vorstoßen. Ob das dann noch, wo Gewinnaussichten noch lange hindauern, aber wie gesagt, Bewertung ist dann immer so ein schwieriges Feld. Da wird auch oft die Zahlenlogik des Marktes überbewertet. Aber wie gesagt, auf ganz lange Sicht wird sich ein Markt auch nicht ganz von den fundamentalen Kennzahlen ablösen können. Wie gesagt, interessant ist die Bilanz, die Finanzierungsstruktur war auch sehr interessant von einem Unternehmen. Wie ist die Refinanzierung, der Verschuldungsgrad, die Eigenkapitalgeschichten? Das sind eher diese harten Fakten, wo man sich da mal reinlesen muss. Dann aber auch die weichen Faktoren sind für mich auch bestimmend, einfach auf welchen Trend folgt dieses Unternehmen, in welchem Trend bewegt sich, wie ist das Geschäftsmodell aufgestellt, wie ist das Management, wie kommuniziert das so? Ich habe gerade das Beispiel Tesla erwähnt, da sind wir in einem ganz klaren Trendmarkt, wir haben ein Management, was wirklich auf die Tube drückt, was nach außen geht, nach vorne geht, die Kommunikation mit dem Kapitalmarkt. Aber wenn man hier von Elon Musk jetzt kritisch sehen kann, selbstverständlich. Aber es ist zumindest ein bekannter Name, der Mann steht für was. Und ich weiß nicht, wie viele Leute die Vorstände in der DAX-Konzern kennen. Also wahrscheinlich nicht so viele. Und irgendwo prägt er dann auch das Image des Unternehmens und steht dafür gewisse Werte und die dann auch nach außen kommuniziert werden. Das hat eben auch einen gewissen, wir sehen es ja auch, einen gewissen Wert an, spiegelt sich dann auch im Kapitalmarkt in der Bewertung auch wieder. Die technische Analyse nutze ich beides, also nutze ich natürlich ebenfalls. Es gibt manche, die sagen, fundamentale Analyse, ich brauche keine technische Analyse. Es gibt technische Analysen, die sagen, mich interessiert überhaupt nicht die fundamentale Analyse. Ich nutze beides, warum auf was verzichten? Dabei würde ich mich eher als klassischer Charttechniker einsortieren, mit Trendkanälen, Wimpelflaggen, Widerstandsunterstützungszonen, das habe ich mal da reingeschrieben. Also wirklich die klassische Charttechnik, wo ich mir schon Widerstandszonen anschaue, in welchem Kanal, in welchen Trends ist gerade der Chart, was ist da eingepreist, was ist da noch möglich? Da betreibe ich dann auch so, ich habe es mal Chart Zooming genannt, wo ich dann Long to Short Term, wo ich okay. Ja, eben war ich scheinbar, glaube ich, kurz dumm geschaltet. Also Chart-Zooming, wo ich mich dann in den Chart hineinzoome und kurzfristige, also das eine ist mal der Tageschart, der Jahreschart auf Tagesschlusskursbasis und das andere sind dann
Monatskurse auf Tickbasis, wo ich mir dann auch nochmal genauer die Linien angucke und die Verläufe. Zeige ich gleich ein Beispiel zu. Dann finde ich immer noch die Oszillatoren ganz interessant. Die Oszillatoren, das eine ist ja der Markt, die Kursbewegung ist einmal die Trendrichtung und der Oszillator gibt letztendlich den Moment und die Schwungkraft dieser Trendbewegung an. Man kann sich das immer mal gut vorstellen, wenn man zwei gleitende Durchschnitte nimmt, einen kurzfristigen, einen längerfristigen. Und wenn sich letztendlich der kurzfristige vom längerfristigen wegbewegt, kann man sagen, dass die Kursdynamik zunimmt und entsprechend vice versa gilt das Gegenteil. Also ich finde, aber wo ich immer sagen muss, ich bleibe dann am Ende, ist für mich die klassische Charttechnik dann doch entscheidend, weil da die meisten Leute auch drauf gucken und die ganze Charttechnik lebt ja auch ein bisschen von der Masse, die auch eben auf die Signale dann auch schauen. Dann gibt es noch Möglichkeiten, intelligente Filter zu nutzen. Man kann sich die Dinge nach, die Werte nach KGV sortieren, auch gewisse, wie sie in Saisonalitäten reagieren, nach relativer Stärke. Da gibt es verschiedenste Spielarten, wo man sich dann auch das Leben leichter machen kann. Auch Alarmsysteme mal setzen, wo ich eine gewisse Kursmarke dann, eine gewisse Wohlerunterbrechung oder auch eine gewisse Orderbuchlage. Ich habe mir da aus ein System gebastelt, wo ich da verschiedenste Einstellungen vornehmen kann und dann Hinweise bekomme, die mir dann auch das Leben. Also Christian, wir haben eine Frage bekommen von einem Teilnehmer. Hast du dann quasi auch dann so eine gewisse Zielrendite, die du dann quasi mit deinen Fonds oder Portfolios erzielen möchtest? Eine Zielrendite, habe ich richtig Ja, verstanden? Ziel, ja, genau. ja gut, Zielrendite, nee, eigentlich nicht. Das kann ich, also wie gesagt, ich will das, was der Markt mir bietet, da im Grunde genommen das Maximum rausholen. Das kann ich im Endeffekt auch gut einschätzen. Wenn jetzt ein Markt ganz schwierig, ein Jahr ganz schwierig war und ich gehe am Ende mit plus 5% raus und dann kann das ein super Jahr sein. Es kann aber auch ein Jahr sein, wo ich, was weiß ich, plus 25, plus 30% mache, aber im Grunde genommen für mich selber eigentlich unzufrieden mit meiner Performance bin. Also deswegen gebe ich da keine Zielrenditen aus. Das mache ich ganz abhängig von dem, was mir der Markt bietet. Okay? Passt soweit. Gut. Gut, ich wollte ja noch mal auf die technische Analyse eingehen. Ich habe jetzt mal hier den FAX Tageschart. Das war seit 2015. Der ist nicht mehr hinten raus aktuell, aber das ist in dem Fall auch gar nicht so wichtig, weil ich wollte einfach noch mal zeigen, wo wir den Absturz erlebt haben. Hier oben das rot markierte Feld, wo wir ganz kurz neue Hochs machten. Auch ultra fies. Das war, glaube ich, im Februar war das noch oder ja, im Februar 2020. Und dann dieser brutale Absturz. Wissen wir ja alle, und dann die Erholung ging sogar jetzt auch noch um einiges weiter. Das sind so diese Tagescharts, die ich dann sehe, die ich mir angucke, die auf Tagesschlusskursbasis. Um hier nochmal dieses Chartzooming zu erklären, das ist jetzt ein DAX-Minuten-Chart für 100 Tage, dass ich mir nochmal genau die Kursbewegungen von 8 Uhr bis 22 Uhr auf Minutenbasis anschaue. Und dann sieht man auch unten in dem rot markierten Bereich, in dem roten Ellipse, wie der Markt unten drehte, letztendlich zweimal seinen Boden, dreimal im Grunde genommen seinen Boden suchte. Kann man auch eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation rauslesen, wenn man möchte, und dann doch den Anstieg wieder testete. Also da muss man schon gucken, wo ist dann der Boden. In der Situation war das wirklich nicht so einfach zu sagen, ist das schon der Boden, dass es so tief wirklich ging. Das haben, glaube ich, dann die wenigsten erwartet. Da nochmal ein Oszillator drunter gelegt, der mir auch ganz schön sagt, das ist jetzt der Williams Percentage Range, das ist ein Verkauf-Überverkauf-Indikator, und man kann sich das einfach so vorstellen, wenn er unten aus dem roten Bereich wieder rausgeht. Wir haben hier die längere Phase im Rotbereich, dass das dann auch im Endeffekt ein Kaufsignal darstellt. Das ist so, danach würde ich jetzt nicht gehen und kaufen, jetzt steige ich wieder ein. Da sind natürlich, schauen wir dann natürlich verschiedenste Indikatoren, Faktoren an, fundamental und auch Marktstimmungs-, Marktsentimentindikatoren. Aber das ist dann auch so eine zusätzliche Geschichte, wo ich sage, aha, okay, also da Williams Percentage Range dreht jetzt auch zum ersten Mal wieder ins Positive. Gut, das Risikomanagement, habe ich gesagt, ist bei mir ein wichtiges Thema. Risiken, welche sind da eigentlich besonders schlagend? Da haben wir auch globale Risiken, externe Schocks.
wie wir sie jetzt auch gerade, dieser Pandemiefall, ein klassischer externer Schock, der wirklich selten vorkommt. Ich habe da nochmal einen Atomausfall oder auch so einen Handelskrieg, der jetzt, die kommen da meistens schon schockartig. Beim Handelskrieg kann man sich schon eher noch drauf einstellen, ist aber auch ein externer Schock. Dann haben wir auch die einzelnen Länderrisiken, die systematischen Risiken aus der Wirtschaft, Politik, Gesellschaft, die auch die Kapitalmarktreife des einzelnen Landes ist ja auch wichtig zu beurteilen. Habe ich überhaupt die Möglichkeiten, mir die Informationen zu beschaffen, wie wird dort bilanziert? Es ist manchmal, sage ich mal, im chinesischen Markt nicht so einfach. Jeder Bilanz da, wir hatten jetzt auch den Fall mit Luckin Coffee, wo ganz krasser Bilanzbetrug ist, aber dahingehend können wir auch die Kapitalmarktreife des deutschen Marktes mal mit dem Fall Wirecard, müsste auch mal wahrscheinlich in der kritischen Überprüfung, ob es standhält, mal sehen. Aber das ist schon ein wichtiger Fakt, ja, also ich investiere auch eigentlich nur in wirklich etablierten Märkten, Europa und USA und vielleicht mal ein wenig China, aber ich bleibe meistens in den USA oder in Europa. Zu den Einzelwertrisiken, das sind dann die unsystematischen Risiken, unabhängig vom Gesamtmarkt, wie gesagt, eine Bayer, eine Wirecard, Bayer mit dem Glyphosat, ja, Klagewelle, Wirecard, das sind natürlich ganz wichtige Einzelwertrisiken, die man sich genau anschauen muss. Dann haben wir den Liquiditätsrisiken, auch welches Volumen habe ich im Markt, gerade auch bei meinem größeren Fonds wird das immer wichtiger. Habe ich das Volumen auch schnell rein und auch schnell wieder rauszukommen? Ist die Preisstellung in jeder Marktphase garantiert? Da kann man sich auch leicht mal verheben an einem Wert, wo man dann wirklich Probleme hat, auch wieder rauszukommen. Die Kapitalmarktrisiken muss ich sehen. Ich habe da auch mal den WTI-Future genannt, diese Problematik da. Ich weiß gar nicht, was vor ein paar Monaten, wo im Endeffekt der Future in minus 40 Dollar praktisch für die Abnahme von 1000 Barrel pro Kontrakt. Also, das war schon. Das sind aber dann auch so Risiken, die muss man irgendwo auf dem Schirm haben, dass sowas auch mal passieren kann. Auch Flash Crash hatte ich angesprochen, sehr volatile Märkte. Das sind Kapitalmarktrisiken, die ich immer am Schirm haben muss. Emittentenrisiko ebenfalls. Gerade wenn ich in Derivate angehe. Die Portfolioselektion, die Wahl der Waffen habe ich das mal genannt. Also wo, was, wie, wo lege ich an, was lege ich an, wie lege ich an. Die Wahl der Assetklassen, da bin ich auch schon mal drauf eingegangen. Die Selektion der Branchen, die Einzeltitelbasis und dann am Ende natürlich auch die Wahl der Instrumente. Mache ich das Direktinvestment oder gehe ich über das Derivat oder nutze ich einen ETF? Das sind Fragen, die jeder ich mir genau nennen, die ich mir genau stellen muss. Und wie gesagt, da muss ich dann auch wieder beim Derivat, muss ich mir dann auch wieder die Volatilität angucken. Spielt die mir in die Hände? Wie gesagt, bei sehr niedriger Volatilität kann ich natürlich günstiger mich mit Optionen eindecken, als wenn ich das bei sehr hoher Volatilität, dann wird sich vielleicht ein Direktinvestment dann mehr anbieten. Also diese Fragen muss ich alle für mich beantworten. Und wie gesagt, jede Wahl trägt dann auch ein spezielles Risikoprofil in meinem Portfolio, in meinem Wikifolio hinein. Dann das Portfolio-Management, die Wahl der Rüstung, das Risikomanagement, wie schütze ich mich? Ich mache einmal, habe ich den Investitionsgrad als Spielgröße, wo ich die Cashquote hochfahren kann. Ich hatte sie während dem Crash Corona-Crash teilweise bis zu 90% in Cash gegangen, weil mir ist einfach auf der Long-Seite wenig eingefallen. Da waren die Risiken überall so groß, dass da gab es nur noch Cash als Rettungsboot sozusagen. Hedging mit Short-Position, das war klassischer Hedge, wo ich immer ich am Ende doch schauen muss, wie hoch ist denn jetzt dann meine Netto-Long-Position, also inwiefern bin ich gehedged und ein Hedge ist natürlich auch nur sinnvoll. Sagen wir jetzt mal ein Hedge oder ein DAX-Future oder ein DAX-ETF. Short ETF, wenn wirklich dann meine Netto-Long-Position oder meine Long-Position stärker läuft wie das Short-Portfolio. Dann habe ich noch ein Hedge mit Long-Position, also ich kann die negative Korrelation nutzen, dass ich praktisch eine Gold-Long-Position oder eine Gold-Mil-Long-Position anleihen. Auch die Volatilität kann man long gehen, um praktisch eine andere Long-Position abzuhedgen. Wie gesagt, dazu benötigt man natürlich immer eine negative Korrelation, sonst macht das Ganze wenig Sinn. Die Diversifikation ist sehr für mir eigentlich ein wichtiges Element. Ich setze sehr auf Diversifikation im IMT, also im Intelligent Matrix Trend, noch mehr wie im IMU, über den wir jetzt reden, über den Quantum. Es ist eben, Diversifikation ist einfach wichtig, auch um die Einzelposition in der handelsbaren Größe zu halten.
Deswegen will ich mich da nicht zu sehr in einer Position verhaften. Es gibt auch eine interessante Studie von Hendrik Bessenbinder, einem Professor von der Arizona State, soweit ich weiß. Der hat mal den Markt analysiert von 26 bis 1926 bis 2015 und kam zu dem Schluss, dass der positive Performance-Beitrag im amerikanischen Aktienmarkt von 4% der Aktien bewerkstelligt wird, sozusagen. Also dass 96% letztendlich keinen oder sogar einen negativen Beitrag leisten. Also der hat das dann noch mit kurzfristigen Treasuries, Treasury Bonds verglichen, und also praktisch sind nicht, also diese 96% sind nicht besser wie diese Rendite der kurzfristigen US-Treasuries. Man muss natürlich sagen, bei Aktien hat man natürlich dann das Risiko, das hat man bei US-Treasuries im Grunde genommen nicht. Und diese Fakt, dass wirklich nur 4% zur Performance beitragen, zur positiven, da kann man natürlich auch verschiedene Schlüsse draus ziehen. Einmal mit einer hohen Diversifikationsgrad gehe ich natürlich eher eine gute Chance ein, dass ich auch einen von diesen großen erwische, also nur mal Apple genannt. Ich glaube, die machen sie, haben 2% von dieser Gesamtmarktperformance ausgemacht. Und andererseits ist natürlich auch die Idee des guten Stockpickings, wenn ich wirklich es verstehe, diese Werte zu isolieren, kann ich natürlich eine extrem positive Performance daraus generieren. Dann das Positionsmanagement ist für mich ganz wichtig, dass ich wirklich die Positionsgröße immer dynamisch anpasse an das jeweilige Risiko, was ich im Endeffekt im Markt, in der einzelnen Position sehe. Und dann auch eben auch das Timing, das ist im Grunde ein Teil des Positionsmanagements, dass ich über Charttechnik, auch über Stops eventuell, vor Quartalsberichten, da spielt natürlich auch die Fingerspitzengefühl mit, dass ich da die Position entsprechend des jeweiligen Marktgegebenheiten eben auch über die Timing-Steuerung anpasse. Kurz zu den Korrelationen, die ich angesprochen habe, um praktisch einen Long mit einem Long-Investment, ein anderes Long-Investment abzuhedgen. Wie gesagt, da bietet sich hier Gold an. Wir sehen es hier unten. Gold hat noch leicht negative Korrelation zum DAX, wohingegen insgesamt der Markt eher dazu neigt, Korrelationen. Es gibt sehr wenige negative Korrelationen im Markt im Endeffekt. Oftmals ist es so, der Markt drückt Risk on und dann steigt alles oder er drückt Risk off und dann fällt auch fast alles. Also das beobachtet man immer mehr. Also diese Hedges werden schwieriger, aber Gold und Goldminen und auch die Volatilität ist natürlich da immer noch eine sehr interessante Sache. So, kurz mal einen Blick in den IMQ Intelligent Matrix Quantum, wo ich im Moment da positioniert bin. Man sieht hier, HelloFresh ist da aktuell auf der Aktienseite meine größte Position. Da sehe ich im Moment wirklich eine sehr stabile fundamentales Umfeld. Das ist eine Absicherung gegen Corona, weitere Corona-Krisen. Man weiß nicht, wie die Welle, was da noch auf uns zukommt. Also das sehe ich als sehr gutes Investment. Weiter bin ich da sehr amerikanisch lastig, eine Alteryx, 2U. Es sind viele digitale Firmen, auch teilweise in RadNet. Das ist dass die, die machen, sind im Gesundheitswesen in Amerika aktiv, ne, mit verschiedensten Analyseformen von digitalen Bildgebungs, Röntgenaufnahmen und Computertomographieaufnahmen, mit künstlicher Intelligenz, mit denen sie dann auch diese Bilder analysieren. Also auch hochspannende Unternehmen, und das ist ebenso auch meine Sicht auf die Welt, also auf die Unternehmenswelt. Ich suche schon, wie gesagt, Unternehmen, die sich in Trendmärkten bewegen und die da hoch innovativ skalierbares Wachstum generieren können auf die Dauer. Kurz noch weiter zu den strukturierten Produkten. Hier ist es auch auffällig, dass ich hier einen DAX Short aktuell ziemlich hochgewichtet habe. Das ist im Endeffekt, läuft da auch so ein bisschen so eine Relative Value Strategie, dass ich im Moment den DAX als Absicherungsinstrument sehe ich. Im Moment bin ich mir nicht so ganz so sicher. Die Märkte sind ein bisschen angenockt. Die Quartalsberichtssaison steht an. Die Saisonalität in den Sommermonaten ist schwach. Die Märkte werden ein bisschen dünner. Das ist jetzt mal eine Absicherungsposition, die ich je nach Spielart, wie ich die Märkte jetzt auch einschätze,
ausbaue, wieder etwas reduziere. Aber grundsätzlich bin ich nach wie vor hier größtenteils long investiert. Aber man muss sich die Märkte jetzt schon genau angucken. Es ist schon ein heftiger Bullenmarkt, in dem wir da gerade laufen. Aber man muss immer schon auf der Hut sein. Und deswegen ist natürlich so eine Absicherungsposition, die ich schnell groß machen kann, schnell wieder klein machen kann, sehr gut, um da Risiko mal schnell auch aus dem Portfolio zu nehmen. Dann habe ich hier noch, das ist so ein ETF, steht hier unter ETF, ist im Grunde genommen eine Position auf dem Bitcoin. Der hat auch ein ganz interessantes Ausbruchssignal jetzt geliefert über der 10.000. Da könnte ich mir vorstellen, dass da die Reise auch noch etwas weitergeht. Das war soweit von mir mal eine kurze Einführung. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Das ist natürlich vom Zeitlichen. Ich weiß nicht, ob ich schon ein bisschen drüber bin. Über der Nee, Zeit wir sind gut wahrscheinlich in der noch. Zeit. Ja, aber ich möchte jetzt gerne noch Raum geben für Genau. Fragen, ne, die kommen. Also dann würde ich mal anfangen. Also zunächst vielen, vielen Dank für die zahlreichen Fragen, die jetzt hier reingestellt wurden. Also Christian, erstmal als Person, machst du das alleine oder hast du ein Team, das dich dabei unterstützt, das Portfolio zu verwalten? Ich mache das alleine. Das ist, wie gesagt, das hat auch den Vorteil, dass ich, wie gesagt, der eigene Chef bin, die Entscheidungen. Da muss ich keine demokratischen Prozesse durchlaufen. Also, und wie gesagt, im Märkten kommt es immer auf Geschwindigkeit an. Wie gesagt, das ist auf meinem Mist gewachsen sozusagen. Das heißt, wie viel Zeit bringst du dann so täglich mit? Machst du das hauptberuflich überhaupt oder machst du es einfach nebenberuflich? Das mache ich mittlerweile als Hauptberuf. Ich bringe da natürlich schon viel Zeit mit ein. Das geht im Grunde genommen, beginnt der Tagesablauf morgens und endet dann abends, je nachdem, wie die Märkte sind. Es gibt unterschiedliche Zeiten, wo man eben unterschiedlich involviert ist. Aber grundsätzlich schaue ich mir das morgens an, die ganzen Meldungslagen, die Eröffnungen, was haben die Amerikaner über der Nacht, was kam da noch an Informationen rein. Also der Tag ist im Grunde genommen gut gefüllt. Ich komme dann, natürlich muss ich auch noch gucken, dass ich auch mal wieder eine Runde um Rhein gehe hier in Düsseldorf. Aber ansonsten bin ich da schon recht involviert. Okay, dann zu deinen Macht mir aber auch Strategien. Spaß. Also es ist nicht so, ich muss Genau. mich dazu nicht zwingen. Ja, und zu deiner Strategie, wenn du jetzt quasi feststellst, dass es jetzt die Aktie, die du gedacht hast, die passt perfekt, aber war am Ende dann ein Fehlkauf. Also hast du da auch eine Maßgabe, wo du dann feststellen kannst, okay, das habe ich mir nicht so vorgestellt. Wie agierst du dann, wenn du zum Beispiel Fehlkäufe tätigst? Und ab wann Ja. schätzt du überhaupt einen Kauf als Fehlkauf ein? Ja, das ist, ja, wenn ich, es kommt darauf an, was meine Erwartungshaltung war. Wenn ich sehe, wenn es eine Spekulation ist, dass irgendwo gute Zahlen kommen oder dass so ein Wert weiter positiv oder die Charttechnik weiter den Wert in die Hände spielt und dann kriege ich eben Signale vom Markt, nee, das wird nicht so, dann schaue ich wahrscheinlich erstmal hin, dass ich die Position ein bisschen reduziere, so ich ziehe so eine erste Reißleine. Und dann gucke ich mir das Ganze nochmal an und wenn es nachhaltig gegen meine Einschätzung, Hypothese läuft, dann reduziere ich den Wert komplett. Ich arbeite jetzt im Wikifolio nicht mit Stops, das sind dann mehr so mentale Stops, auch Time-Stops. Wenn man eine zu lange Seitwärtsbewegung auf eine eigentlich gedachte, sehr positive Ausbruchssituation im Markt ist, aber der Wert kommt da nicht vom Fleck, dann greift dann im Endeffekt das Time-Limit und dann trenne ich mich auch von dem Wert. Genauso gut, wenn ein Wert schon extrem jetzt ins Positive geschossen ist, wo ich auch sage, da ist jetzt eine Fahnenstange, dann ist das für mich dann auch ein Grund, mich von dem Wert zu trennen. Aber ich mache das selten in einem einen Schritt, sondern mache das erst genauso, wie ich auch den Einstieg oftmals in verschiedenen Tranchen mache, um wirklich nochmal sicher zu gehen, ob ich da richtig liege. So ich auch den Ausstieg seite. Und es kommt jetzt irgendwie so eine richtige negative Meldung, wo ich sage, okay, das zertrümmert ja jetzt alles, was ich mir da vorgestellt habe, was an dem Wert positiv sein könnte. Dann ziehe ich natürlich sofort die Reißleine. Aber wie gesagt, da gucke ich eben genau auf die Marktsignale, versuche diese sauber zu interpretieren. Und dann bin ich auch relativ emotionslos und dann heißt es weg mit dem Wert. Sagen, ne? Ja.
Okay, dann haben wir noch eine Frage. Also aktuell haben wir bei den Anlegern oder bisher diesen massiven Trend in passive Fonds zu investieren, also sozusagen einen Fonds auszuwählen und das quasi langfristig zu halten. Also was ist denn im Vergleich dazu der Vorteil, jetzt in dem Fall jetzt ein Wikifolio und einen aktiven Fonds zu verwalten, also im Gegensatz zu einem passiven Fonds? Ja gut, ich würde sagen, das hängt immer von dem Verwalter sozusagen ab, der da aktiv agiert. Da gibt es, wie gesagt, sehr gut laufende Fonds. Man kann sich ja die Historie anschauen. Aber auch die sind natürlich nicht gefeit, ewig den Markt outzuperformen. Aber im Grunde genommen, da hilft im Endeffekt, muss man sich wahrscheinlich selber ein bisschen Kenntnis aneignen, die Personen vielleicht ein bisschen einschätzen können. Wir machen ja jetzt hier auch so ein Seminar, wo man auch wieder jemanden kennenlernt, mich zum Beispiel. Und da muss man dann selber seine Schlüsse ziehen. Aber im Endeffekt bin ich schon auch so von meiner ganzen Anlage, die ich auch selber tätige, für mich war schon immer wichtig, aktiv am Markt zu sein. Wir haben es ja gesehen, Corona, da sind auf einmal 50% weg mit einem passiven Investment, da einfach nur die Hände in den Schoß zu legen, zuzugucken. Ich glaube, da würde ich mich persönlich auch nicht aufgehoben fühlen. Ja, kann ich verstehen. Das heißt, bei dir spielt wahrscheinlich auch diese Absicherung, wie du es auch in der Präsentation erwähnt hast, eine wichtige Rolle. Also wie kannst du es denn, also wir haben auch noch eine Frage dazu, wie machst du es denn genau? Also wie folgt für dich jetzt eine Absicherung, sagst du dann quasi, wenn du jetzt eine gewisse Aktie zu stark gewichtet hast, dass du eine Gegenposition dafür eingehst oder wie machst du das vielleicht im konkreten Beispiel? Ja, also gut, die in der Einzelaktie, ich gehe da nicht die, wie gesagt, ich habe Genau. da eine Long-Position in der Einzelaktie und versuche dann wenigstens die Marktbewegung, die systematische Risiko des Gesamtmarktes im Endeffekt dann zu gegenhedgen. Wenn ich aber andererseits, wenn ich jetzt sage, der Markt sieht ebenfalls gut aus, würde auch sowas wenig Sinn machen. Also ich muss letztendlich, eine Long-Position ist eine Long-Position und die kann ich im Endeffekt nur hedgen, wenn ich so will, indem ich sie dann auch reduziere oder ganz aus dem Wikifolio dann entferne. Also es ist schwierig, eine Einzelposition abzuhedgen. Also das ist im Grunde genommen, ich bin ja dann trotzdem irgendwie netto long, wenn ich jetzt einen Short auf das, was weiß ich, kaufe die Aktien und mache ein Short-Derivat auf die Aktie. Das sind dann Spielereien, das geht fürs Wikifolio dann ein bisschen zu weit im Endeffekt. Das bringt dann auch nicht viel. Das kann man sich privat, kann man sich so Dinge mal angucken, aber das ist dann relativ, das bringt da nicht so viel. Verstehe. Dann schaue ich mal nach. Vielleicht noch eine abschließende Frage. Setzt du nach deinem Kauf sofort einen Stop-Loss oder lässt du die Position dann einfach laufen? Erstmal. Ja, es ist, wie gesagt, dadurch, dass ich das Spread manchmal über Lang und Schwarz, gerade wenn der Handel in Amerika noch nicht gestartet ist oder nach Handelsschluss erweitert sich die Spreads und es wäre dann ungünstig, wenn gerade in so einem Moment, wo der Spread halt sehr weit ist, dann nur noch mein Limit abgefischt wird. Also von daher setze ich da auf mentale Stops sozusagen, reagiere auf den aktuellen Markt. Aber grundsätzlich bin ich auch, wenn jetzt einer privat fragt, sage ich, dass grundgenommen ein Stopp nicht schlecht ist. Einen monatsgültigen, auch einen jahresgültigen irgendwo. 20% über dem Einstieg, das kann einem schon vor so manchem Übel bewahren. Okay. Vielleicht noch die letzte abschließende Frage. Welche Assetklasse würdest du persönlich jetzt in den aktuellen Marktumfeld so als Renditestärkste einschätzen? Ja, ich denke, an der Aktie kommt man schwer vorbei. Wir haben jetzt eine tolle Performance in Gold, auch in Platin. Gut, auch in Bitcoin, wenn man es mal als Währung oder gut, man kann es im Endeffekt auch als Gold-Äquivalent irgendwo betrachten. Also sagen wir mal, Gold ist weiter eine tolle Anlage, finde ich. Ich habe auch ein bisschen was als Derivat beim IMQ. Und ansonsten sind Aktien im Endeffekt, da kommt man nicht vorbei. Das sind die Unternehmen, die Spieler letztendlich, die reale Werte schaffen. Verstehe. Alles klar, dann Christian. Dann nochmal vielen, vielen, vielen Dank für die zahlreiche Beantwortung der Fragen. Auch an dich nochmal, René. Vielen Dank für das Vorstellen der Wikifolio-Plattform. Und Gerne, hat nochmal an Spaß Sie. gemacht. Ja, war sehr interessant. Ich hoffe, Sie, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, konnten einiges mitnehmen aus diesem Webinar. Falls Sie sich dieses Webinar noch mal gerne anschauen möchten, in aller Ruhe, haben Sie die Möglichkeit, das Webinar ab morgen
auf unserem YouTube-Channel SG Zertifikate oder in den zahlreichen Plattformen, wo es dann auch noch hochgeladen wird, sich nochmal anzuschauen. Ja, dann bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, als Ihnen noch einen wunderschönen Mittwochabend zu wünschen. Und ich würde mich sehr freuen, Sie beim nächsten Mal neu begrüßen zu dürfen. Und in diesem Sinne, schönen Abend. Tschüss. Tschüss.